Neues Update, schön, dass du wieder mit dabei bist. Wir haben Geld investiert, hat sich ja momentan auch angeboten. Wir schauen mal, was der VPI die Woche so geliefert hat, wie die Verbraucherpreise waren, aber auch generell, wie wir vermuten, wie es an der Bankenzinsinflationsfront so weitergeht und werfen nochmal so den Blick auf die eine oder andere Aktie. Vielleicht nehmen wir diesmal auch das Thema Krypto mit auf, denn da haben wir mal eine ein oder andere interessante Frage, die uns einfach mal in unserer Community, sprich wie ihr das Ganze handhabt, interessieren würde. Fangen wir mal vorne an. Der VPI, der Verbraucherpreisindex in Amerika, ist um 6% im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Das Ganze war wie erwartet, das heißt, die Verbraucherpreise liegen insgesamt im Rahmen der Schätzungen, was für den Markt erstmal ein gutes Signal ist. Das heißt, Ausreißer extrem nach oben oder extrem nach unten wären kritischer für den Markt gewesen. Wir haben jetzt mit den Banken auch schon ein bisschen Unsicherheit am Markt aktuell. Deswegen ist das Ganze so eigentlich ganz in Ordnung. Im Prinzip haben die Notenbanken jetzt aufgrund der Verbraucherpreise und gerade auch in Bezug auf die Thematik rund um die Banken, das ist gar nicht mehr nur die SVB, sondern generell das Thema Banken. Hier hat die Notenbank, die Fed, eigentlich genug Mittel und Möglichkeiten, jetzt am 22. März, wenn die nächste Zinssitzung ist, weniger als 50 Basispunkte ins Rennen zu gehen. Das heißt, hier könnten wir erwarten, dass es nur noch 25 Basispunkte sind oder dass sogar der aktuelle Zins gleich gehalten wird, das heißt ohne Erhöhung, dann das wäre für die Aktienmärkte und natürlich auch für die Banken an der Stelle erstmal ein positives Signal. Es ist halt ein Kampf zwischen den ganzen Inflationsrisiken mit allen Auswirkungen, die es bei Inflation gibt, die wir da aktuell haben. Und natürlich auch gegenüber den Banken, denn gerade bei denen wirken sich steigende Zinsen auch nochmal deutlich negativer aus. Wir haben es mitbekommen, die Anleihen gehen runter im Wert, die Kundengelder werden abgezogen, weil es woanders bei Neobrokern wie zum Beispiel Czech Republic 2% Zinsen schon gibt. Und wenn das Ganze natürlich mehr ist, als die eigentliche Bank anbietet, dann ist es total verständlich, dass hier die Kundengelder abgezogen werden und dann natürlich woanders, natürlich vielleicht auch bei einer anderen Bank, bei Scalable Capital, bei ING, bei DKB, die momentan ja auch alle mit Zinsen in Anführungszeichen um sich werfen. Natürlich immer noch eine negative Realrendite, das darf man dabei nicht vergessen. Die Banken, die Broker verdienen Geld damit, dass sie uns Geld weitergeben. Das klingt immer erstmal ein bisschen trivial, aber es gibt einfach mehr Verdienst für die Institution, die euch das Geld weitergibt, als ihr selbst bekommt. Das ist eigentlich auch soweit verständlich und logisch. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal innerhalb von den letzten 12 bis 14 Monaten anschauen, in Bezug auf die Zinserhöhungen, dann sehen wir hier, dass wir wirklich eine sehr, sehr starke und schnelle Steigerung hatten, die bisher fast vergleichslos war. Hier war es vielleicht auch etwas blauäugig erstmal zu denken, dass man die Zinsen so stark anziehen kann. Es war wirklich sehr, sehr stark, ohne eine Beeinträchtigung von Wirtschaft, von Banken zu haben. Das Ganze merken wir jetzt an der Stelle. Das holt natürlich uns irgendwo wieder ein. Zinsanstiege sind immer ein bisschen zeitlich verzögert, bis man da auch die Auswirkungen spürt. Das Ganze hat uns am Markt jetzt soweit erstmal wieder eingeholt. Und ja, jetzt wird es einfach spannend, wie es an der Schnittstelle weitergeht. Die Notenbank-Sitzung bleibt sehr, sehr spannend. Also wir werden die vermutlich auch komplett live mitverfolgen, weil wir hier einfach mal gespannt sind, wie auch das Wording ist. Es geht ja natürlich nicht nur um den eigentlichen Entscheid, sondern auch, wie selbstsicher ist die Fed, dass sie das Ganze wieder einfangen kann. Vielleicht gibt es bis dahin ja noch die andere News von der amerikanischen Regierung. Hier wurde ja auch interagiert mit der Rettung der SVB. Und ja, von daher müssen wir mal schauen. Banken sind letztlich einfach ein wichtiger Indikator, ein wichtiger Impuls für Wachstum einer Wirtschaft. Und das spricht halt auch für die Reduktion der Zinsgeschwindigkeit, wenn jetzt die Banken an der Stelle natürlich etwas in Ungleichgewicht fallen.
So viel eigentlich mal zu den News, die wir die Woche hatten. Es gab natürlich auch noch ein paar andere News, wie zum Beispiel von einzelnen Aktien. Wir haben es mitbekommen, Volkswagen hat Zahlen gemeldet. Die Zahlen waren soweit eigentlich ganz gut. Bei Volkswagen selbst soll noch die Dividende ein bisschen erhöht werden. Der Ausblick war so semi. Das heißt, unsere Porsche Automobil Holding hängt da ja zwangsläufig mit drüber. Das heißt, gute Zahlen von Volkswagen sind erstmal gut für die Porsche Holding. Wir haben nicht die Porsche AG, also wir haben nicht den Autobauer, sondern die Holding. Wen das Ganze interessiert, wir hatten da vor ungefähr einem halben Jahr mal ein Video zu gemacht, wie das Ganze aufgebaut ist. Das können wir euch nochmal in die Endcard packen. Da könnt ihr euch das Ganze nochmal ein bisschen genauer anschauen. Gut, jetzt wo wir das eine Thema abgeschlossen haben, wo wollen wir anfangen? Wir werfen vielleicht erstmal nochmal einen Blick auf die rollierende Woche. Wir haben hier nämlich jetzt gerade diesen Year-to-Date-Chart, sprich die ersten 2,5 Monate in 2023. Die waren soweit positiv. Plus 17.000 Euro sind es aktuell, 0,61%. Jetzt gehen wir mal die einzelnen Punkte, die uns hier an die Hand gegeben werden, auf Monatssicht. Minus 90.000 Euro. Die rollierende Woche und der rollierende Monat, also das ist jetzt von Mitte Februar bis Mitte März. Von Mitte der KW 9 bis 10 oder 10 bis 11 müsste es sein, 125.000 Euro in der Verlustzone. Aber hier sehen wir am Ende schon wieder, wir sind seit Montag doch wieder etwas nach oben gelaufen, was jetzt zumindest mal ein kleines gutes Zeichen sein könnte, dass das Thema Banken jetzt vielleicht mal ein bisschen vom Tisch runterwandert und wir hier einfach weniger Risiko haben. Auf Tagessicht war das soweit erstmal ganz in Ordnung, plus 12.000 Euro. Aber einzelne Tage sind überhaupt für gar nichts repräsentativ. Das hat auch mal Warren Buffett gesagt. Das Big Picture ist entscheidend und nicht, wie sich kurzfristig ein Markt bewegen sollte. Das heißt, hier gucken wir gerne auf Year-to-Date. Ist für uns auch ein schöner Zeitraum, einer der wenigen Zeiträume, die für uns noch positiv liefen. Wir hatten schon in vorgehenden Videos gesagt, ganz ehrlich, die ersten Monate liefen gut, jetzt der aktuelle, die letzten ein, zwei Wochen liefen nicht so gut. Interessant ist wieder die Jahresrendite am Ende vom Jahr und da könnte jetzt einfach noch viel passieren, was wir da am Markt sehen, was sich da einfach aktuell bewegt. So viel mal dazu, das heißt, wir sind aktuell bei 2,82 Millionen Euro und das Ganze nur deswegen, weil wir auch Dividenden, die wir noch vom Februar hatten, jetzt relativ gut reinvestieren konnten. Das Ganze haben wir am heutigen Dienstag gemacht. Am Dienstag, bevor der Verbraucherpreisindex veröffentlicht wurde. Wir haben da uns das Ganze ein bisschen angeschaut und haben unsere 10.340 Euro, so einen Dreh waren das, jetzt wieder in den MSCI World ETF reingeworfen. Damit besitzen wir jetzt hier fast 20.000 Anteile und wir haben uns tatsächlich ein bisschen schwer getan, ob wir die Dividenden jetzt hier wieder stumm und stetig oder stur und stetig in diesen Geldspeicher, in unseren MSCI World ETF investieren sollen. Denn momentan bieten sich natürlich auch schöne Chancen. Wir hatten viele BDCs gesehen, die extrem abgestraft wurden. Wir hatten aber auch Werte gesehen, wie zum Beispiel eine T. Rowe Price, die im Wert nochmal gut zurückgekommen ist, für uns auch ein sehr, sehr solides Investment von der Idee her. Denn dabei handelt es sich natürlich auch ein bisschen um diesen aktiven Investmentansatz und spätestens, wenn die Konjunktur wieder etwas ruhiger wird, besser wird, wir niedrigere Zinsen haben, wird vermutlich auch einfach wieder mehr investiert, vielleicht auch wieder ein bisschen ein Jahr, eineinhalb Jahre verzögert, aber Kurse unter 100 Euro beziehungsweise sogar unter 98 Euro sind hier einfach super spannend. Also T. Rowe Price ist eine Aktie, die aktuell nicht verschuldet ist, was super ist. Ja, wir sind ja auch im Bankensektor drin, aber hier sehen wir das Risiko einfach wirklich relativ gering. Und ansonsten hat man auch noch Aktien, über die wir im letzten Video nochmal gesprochen haben. Es ist die Vonovia. Die Vonovia ist auch nochmal runtergekommen auf unter 20 Euro. Ja, das heißt, auch hier hätten sich unserer Meinung nach gute Chancen ergeben. Wir hatten es ja schon die Einschätzung von JP Morgan und Co., die auch die Vonovia hier als Buy mittlerweile empfohlen haben. Wir haben uns jetzt am Endeffekt dafür entschieden, den MSCI World ETF bei uns im Depot aufzustocken. Warum? Wenn wir uns den MSCI World ETF mal anschauen, wie wir hier investiert sind, sehen wir einmal natürlich die Aufteilung nach Länder.
Wir haben einen Fokus in Amerika, haben aber auch noch in Anführungszeichen kleiner gewichtete Länder wie Japan, England, Kanada, Deutschland, Schweiz mit dabei. Das ist noch nicht der ausschlaggebende Punkt, sondern wir haben natürlich auch den Bereich der IT extrem mit dabei. Sei es Software, sei es Hardware, die größten Positionen hier, eine Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet. Und das sind Werte, die sind auch extrem unter die Räder gekommen und sind jetzt zum Beispiel in der Alphabet wirklich verhältnismäßig günstig zu haben. Wie gesagt, wir machen hier keine Empfehlung, aber das Ganze war uns einfach lieber sicherer. Wir wollten jetzt hier immer noch breit investiert sein, aber insofern ja schon ein bisschen zielgerichtet, dass wir halt vermuten, dass hier auch nochmal, wenn jetzt die Zinsen nicht weiter steigen sollten, was ja für den ganzen Technologiebereich ebenfalls sehr, sehr gut ist. Ja, also wenn Zinsen nicht gesteigert werden, dann wissen die Tech-Werte, okay, das scheint aktuell unser Refinanzierungsmaximum zu sein. Wir können es in Zukunft günstiger finanzieren, wenn die Zinsen dann hoffentlich auch wieder ein bisschen rückläufig sind. Und das führt natürlich zu einem Durchatmen auch an den großen Blue Chips im Bereich ja, von der Hardware, Software, wie eben Apple, Microsoft, aber auch Konjunktur im Sinne von Amazon, die dann hoffentlich auch wieder mehr Waren verkaufen können. Alphabet, da ist momentan noch ein bisschen ein anderes Thema mit der künstlichen Intelligenz, mit den Chatbots. Das war ja die letzte Zeit wieder Thema. Auf jeden Fall haben wir deswegen uns für den MSCI World entschieden, so rum, und nicht für eine Einzelaktie. Einfach auch, weil wir nicht die 100.000 Euro jetzt aus dem MSCI World rausziehen wollten, beziehungsweise die fehlenden 90.000 Euro, die wollten wir jetzt hier einfach nicht rausziehen. Das Ganze hätte nach hinten oder könnte nach hinten losgehen. So sind wir sicherer, das Geld kommt da rein. Und die anderen beiden Aktien haben wir immer noch auf der Watchlist. Und ja, wenn die Aktien nochmal günstiger werden, sich fundamental am Markt etwas ändert, dann können wir das Ganze immer noch benutzen, das Geld. Wir verkaufen die Anteile vom MSCI World. Wir haben hier immerhin mittlerweile gut 250, fast 260.000 Euro drin mit einer leichten negativen Performance. Eigentlich müssten wir ungefähr 7.000 Euro mehr investiert haben, so um den Dreh rum. Aber ja, das ist einfach unser breit diversifizierter Geldspeicher, die uns schon länger mitverfolgen, die kennen die Thematik ja. Gut, jetzt hatten wir eingangs erwähnt, wir haben noch ein Thema Krypto und das ist nicht unbedingt unser Kernthema, definitiv nicht. Wir verfolgen das Ganze, wir haben selbst auch Krypto-Investments. Wir hatten das Ganze vor Ewigkeiten mal einmal auf Instagram kurz veröffentlicht, das hatten wir damals noch bei Bison. Da muss man ja mittlerweile auch gucken mit FTX und so weiter, wo lagert man seine Kryptobestände, da sind wir kein Experte. Was uns jetzt mal interessieren würde, werden wir uns das Ganze mal anschauen, auf Wochensicht hat der Bitcoin gerade entgegen den Aktien, dem Finanzmarkt, dem klassischen Finanzmarkt, doch bemerkenswert gut performt. Und das freut uns erstmal für alle, die dick im Bitcoin-Game sind, beziehungsweise generell im Krypto-Game, es sind ja auch andere Werte mit gestiegen. Und ja, uns würde einfach mal interessieren, wer von euch hat oder handelt oder hält Kryptowerte, wenn ja auch welche und mit welcher Intention. Also habt ihr dann nur Kryptowerte oder habt ihr auch Einzelaktien, habt das Ganze ein bisschen beigemischt, 10% sowas um den Dreh rum wäre ja eine ja, Größenordnung, die man doch des Öfteren hört. Denn wir finden das Thema nach wie vor sehr, sehr spannend. Wir hören es ja auch oft bei anderen Kanälen, ja, Bitcoin wird dieses Jahr noch 100.000 erreichen oder für 10.000 nochmal erreichen. Es ist ja schon ein sehr volatiles Asset, das steigt und fällt. Und ja, wir können jetzt nicht direkt nachvollziehen. Also wenn da jemand ein bisschen mehr weiß, auch gerne mal Aufklärungen uns gegenüber betreiben, warum der Bitcoin jetzt so stark gestiegen ist. Uns fehlen da die Infos dazu. Dennoch, wie gesagt, es freut uns. Wir versuchen hier natürlich auch unser Wissen ein bisschen weiter aufzufächern und haben da an der Stelle auch schon ein paar Krypto-Investments. Ja, aber auch nur in die großen bekannten Aktien, nicht Aktien, in die Coins. Und von daher, das Ganze war es jetzt mal so ganz grob. Wie gesagt, die Zahlen, die wir jetzt am Markt die Woche gesehen hatten, am Dienstag, waren soweit erstmal innerhalb von den Schätzungen, was positiv ist. In Bezug von den Banken, was wir jetzt mitbekommen haben, die ganze Unruhe, die könnte dazu führen, dass es vielleicht für uns Aktionäre etwas positiveres Szenario gibt, in dem Sinne, dass die Zinsen jetzt erstmal kleiner gesteigert werden oder sogar eingefroren werden.
Und dann müssen wir mal schauen, werden sie in einem halben Jahr wieder gesteigert, werden sie vielleicht auch schon abgebaut. Es ist einfach so ein bisschen eine Gratwanderung zwischen Banken und den Inflationsrisiken. Und ja, da bleibt jetzt der 22. März erstmal als nächster Termin. Und bis dahin sehen wir uns im nächsten Video wieder, wenn wir das Wochenupdate machen. Wir sind mal gespannt, was die letzten Tage in der Woche noch passiert. Und wir hören uns und wir sind sehr gespannt auf eure Kommentare. Da gucken wir uns das Ganze auf jeden Fall nochmal sehr gerne an. Bis